Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um eine ganz besondere Mod. Ja, im Prinzip einer der kleinsten Mods, die es gibt, und zwar einfach die Zoom-Mod, die im Prinzip das Feature hat, was auch Optifine hat. Aber ja, ich habe jetzt mal ganz schnell eine Mod rauszusuchen, war irgendwie die erste Mod, die ich jetzt gefunden habe. Ganz kleine Mod, aber vielleicht ganz witzig. Ja, auch wenn sie schon irgendwie in Optifine drin ist, aber ich habe die jetzt extern nochmal als Mod installiert, das heißt, es ist die Mod. Das heißt, eigentlich wird zwar über Optifine gemacht, aber ich habe zusätzlich die Mod installiert. Also jetzt läuft das Ganze über die Mod, ist im Prinzip zwar dasselbe wie bei Optifine beim Zoom, aber egal. Ihr seht, oder eher gesagt, ihr hört, Mikrofonqualität ist vielleicht ein bisschen scheppernd, weil ich das Ganze über das Mikrofon der Kamera mache, aber ich denke, es ist relativ okay, aber irgendwie finde ich es so, dass es irgendwie deutlicher ist, wenn ich es so aufnehme, zumal nehme ich Minecraft jetzt direkt auf und nicht als Desktop-Aufnahme, von daher habt ihr auch oben und unten keine schwarzen Ränder, sollte also ganz gut sein, aber ich glaube, Audio nehme ich mal, also versuche ich mal wieder mit Audacity aufzunehmen, ist vielleicht am besten, wenn ich hier Mikrofon ausmache und mein Mikrofon quasi, also quasi das komplette Game und Webcam quasi über Filmora Screen laufen lasse, weil das ist ja ganz geil mit 60 FPS, wird auch geil in HD aufgenommen, von daher not bad, aber vielleicht das über Audacity laufen zu lassen, ist vielleicht ganz sinnvoll. Probiere ich ja jetzt bei der nächsten Aufnahme mal aus. Ja, mal gucken, wie es dann läuft und ja. Egal, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, trotzdem, wir legen sofort mit der Mod los. Erstellen ein Kreativfeld und dann zahle ich auch mit Abstand einer der kleinsten Mods, die es so irgendwie für Minecraft gibt. Aber ganz witzig. Also beziehungsweise, ja, was im ganzen Netz ist. Da sind wir auch schon in einem neuen Minecraft-Feld. Gehen wir hier hin. Ja, und im Prinzip sehen wir, wir sind in einer ganz regulären Minecraft-Feld, sehen wir diesen Baum, wenn ich jetzt zum Beispiel F drücke, na gut, die Chunks sind jetzt nicht so hoch eingestellt, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Aber wir drücken mal F und wir können ganz nah an diesen Baum ranzoomen. Oder da hinten diese Blumen, oder da dieser Baum, oder diese Blume, oder in die Sonne. Ja, kann man ganz nah ranzoomen. Ja, und das ist im Prinzip schon die ganze Mod. Ja, das war es auch schon mit dem Video. Ja, ich weiß, total geil. Also, ja, war total viel zu bieten, hatte ich jetzt für euch hier. Eigentlich nichts, aber ja. Wenn ich jetzt F2 drücke, haben wir auch stabile FPS. Da ist ja gar nichts, hier nur Wasser oder was? Was ist das denn? Oh ja, wunderbar. Fliegende Blöcke. Wer kennt's nicht? Die fliegenden Blöcke von Minecraft. Immer wieder ein Traum. Immer wieder ein Traum. Was machst du hier alles kaputt? Scheiß Schaf. Ja. Gut, Leute. Mach mal hier noch den alten Wasser. Weil hier noch nicht das, die neuesten Updates drauf sind. Da wird er ja nur in der 1.8 spielen. Aber irgendwie Mods zeige ich eigentlich immer noch unter der 1.8, weil das irgendwie immer noch meine Favorite MC-Version ist und ich eigentlich nicht in der neueren Version aktuell spiele, weil. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Gefällt mir irgendwie nicht. Oder beziehungsweise ja, irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich zeige es lieber unter 1.8, weil ich irgendwie
keine Ahnung, bei mir laufen auch irgendwie die Mods eher unter der 1.8 und ja, als unter neueren Versionen, warum auch immer. Aber irgendwie liegt es an meinem PC oder an meiner Kompetenz. Ja, wer weiß es, ja, beziehungsweise es weiß keiner. Ja, bin einfach nur so dumm, keine Ahnung. Manchmal, wie ich hier durch die Map wieder sprinte, ja, auch wieder ein Traum. Ja. Eigentlich habe ich schon die komplette Mod gezeigt. Das macht ihr übrigens standardmäßig das Ganze auf C eingestellt. Also, aber ich habe es jetzt hier auf F umgestellt. Sag mir das mal. Falsch. Option. Störung. F. Ja. Ja. Wow, warte mal. Warum mache ich das Screenshot? Screenshots. Kann ich dann mal hochladen? Und dann vielleicht gar nicht mehr so scheiße. Jetzt habe ich ein paar Screenshots gemacht. Ja. Wunderbar. Nice. Gut, Leute, aber jetzt haben wir dann doch nochmal was Spannendes hier in diesem Video gefunden. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Video gefallen hat, ich meine, ja, dann schon jetzt hier wegen diesem geilen Moment. Und das lasse ich jetzt ja euch nochmal auf Screenshots mal präsentieren wollte, werde ich komplett mal hochladen überall. Auf Twitter, Facebook und auch auf Insta. Das sieht nice aus. Das ist auch generell verbuggt, da ist das Gras einfach so. Ich glaube, da mache ich so auch nochmal so ein Screenshot. Guck mal hier, wie geil. Feier ich irgendwie. Ja, würde ich sagen, haben wir ein paar Screenshots davon. Ist auch nicht schlecht. Ja, irgendwie witzig. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber hier ist halt einfach irgendwas. Und jetzt machen wir es kaputt. Machen wir es jetzt kaputt? Warte. Ich probiere mal gerade. Leute, das Video ist eh so kurz. Ich kann hier eigentlich immer was ausprobieren. Das muss ich mal auch probieren. Sorry, Leute. Also, ja. Wenn ich jetzt mal hier alles mit TNT zukleister. Das will ich mal was ausprobieren, das wird cool, hoffe ich zumindest nicht mehr.
Und so, mal gucken, was passiert. Jawohl! Oh, ein Cobblestone-Generator gibt's auch, seht ihr das? Und fliegen noch Blöcke runter und so. Aber es gibt einen kostenlosen Cobble-Generator. Nice. Seht ihr das? Generiert komplett Cobble bis nach unten. Ja, auch nicht schlecht, ne? Und warum nicht, ne? Irgendwie immer alles noch total verpackt. Warum das ist das beendet? Das ist irgendwie mega merkwürdig hier. Wie ist das hier mega merkwürdig? Probieren wir es aus. Machen wir mal so eine Kette. Und hier hoch. Ja. Dann gucken wir mal, wenn wir eine komplette Kettenreaktion hinbekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Es wurde mir doch mehr als ein kleines Mod-Vorstellungsvideo. Es ist eigentlich ein richtiges Special-Video hier. Und Experimente. Jetzt bin ich mal gespannt. Probiere ich mal auch noch was aus. Und jetzt haben wir doch eigentlich eine Höhle hier. Ja, wunderbar. Eine Höhle noch gesprengt. Ja. Wieso nicht, ne? Ja, wieso nicht, ne? Also, ja. Wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf den Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich denke, das hat jetzt doch noch gelohnt, dieses Video anzuschauen. Ja, ich bin mal draus. Ciao, Leute.